Yeah, today we have a nice talk with Ulf Träger, who is here today to talk about space making and space shaping. Like I said, maps are a huge part of our reality today. We use maps a lot, and they change the way we see the world, and maybe they also change our perspective on a lot of other things. And so today we have a talk here, and Ulf Träger, whom I'm welcoming very, very warm today. He will, give you some more insights about what's possible and what we can do with maps. So give him a warm applause. Welcome, Ulf. Ja, danke für die Ankündigung und für die Einladung. Ich sag's nochmal in Deutsch auch, die Ankündigung war zwar in Englisch, aber ich werde in Deutsch sprechen. Es gibt eine Live-Übersetzung ins Englische und there will be a live translation into English. So please, if you need this, call this deck number or seek help at the angels. I want to talk about maps. Ich werde über Karten sprechen. Ich werde über digitale Karten sprechen in der nächsten halben Stunde. Ich will darüber auch erzählen, dass Karten in ihrer Digitalisierung immer wichtiger werden heutzutage für unseren Alltag, für unsere Wahrnehmung, für unsere Sicht der Welt. Und ich würde gerne ein paar Beispiele aus der vordigitalen Zeit erzählen, um zu zeigen auch, dass Karten niemals neutral, niemals wertfrei sind, immer auch eine Wertung in sich tragen, immer auch eine Botschaft in sich tragen, immer unter bestimmten Bedingungen erstellt worden sind, unter bestimmten auch Setzungen erstellt worden sind. Und ich glaube, dass diese Beispiele, die ich gleich zeigen werde, vielleicht auch das Verständnis, wie Karten heute wirken, wie sie Raum verändern, wie sie Raum gestalten, dann auch das vereinfacht, das Verständnis darüber. Ich möchte dann so drei Beispiele zeigen, wie sich Kartentechnologien, digitale Kartentechnologien heutzutage zeigen, wie vielleicht die Entwicklung weitergehen kann. Da kann ich relativ wenig sagen über die Auswirkungen, die politischen, die kulturellen, sozialen Auswirkungen, aber ich würde zumindest in den Raum stellen, was für Anzeichen es gibt, wie die weitere Entwicklung gehen wird. Und ich hatte ja schon gesagt, dass Karten niemals neutral sind, immer so ein soziales, politisches Produkt. Und ich denke, dass es wichtig ist, da sozusagen auch einen konstruktiven Umgang mitzufinden und würde gerne gegen Ende, wenn die Zeit bleibt, drei Beispiele zeigen wollen von Kartenprojekten, die eine antagonistische, die eine alternative Sichtweise versuchen aufzuzeigen. Und das ist, denke ich, wichtig, weil diese sozusagen Funktionalität, dieser praktische Nutzen von Karten eben auch vielleicht ergänzt werden muss durch Erzählungen von Subjekten, durch antagonistische, alternative Sichtweisen, wie wir Raum wahrnehmen und wie wir Raum verstehen. Und ich will anfangen, wenn jetzt von der Technik her alles klappt, super, mit einer ganz alten Karte, weil die interessant ist von der Form, wie sie Raum darstellt. Das ist auch eine Karte, die über Jahrhunderte in ihrer Form sehr weit verbreitet war. Sie nannte sich Radkarte oder Kreiskarte, hat also diese ästhetische, geschlossene Form. Und interessant dabei ist bei diesen Karten, dass sozusagen metaphysische Informationen, also Gefühle, Mythen, Monster, Drachen, neben eher rationalen Erkenntnissen von Raum, also Flussverläufe, Geschichten, Subjekte, die sich durch diesen Raum bewegen, alles miteinander verbunden hat. Und da das eine christliche europäische Karte gibt, gibt es einen Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist in all diesen christlichen Karten immer Jerusalem. Das heißt, die eigene Position ist hier gar nicht wichtig, sondern es gibt sozusagen eher so ein gesamtes Bild der Welt. Diese Karten, wie gesagt, gab es für lange Zeit. Sie haben aber irgendwann auch ihren Nutzen immer mehr verloren. Es gab einen viel größeren Bedarf, dass man Karten wirklich nutzen kann für die Navigation, also eine vorrangige Kartennutzung, die wir heute haben. Und ein entscheidender sozusagen Druck, der da entstanden ist, solche Karten zu entwickeln, kam über die Seefahrt, über das Erobern der Kontinente, das Durchfahren oder das Überfahren der Seemeere. Und jemand, der das relativ erfolgreich hinbekommen hat, eine gute navigierbare Karte zu machen, war Mercator 1594. Und Mercator hat sozusagen das Problem gelöst, wie man die Weltkugel als Fläche darstellen kann. Das ist nicht ohne weiteres möglich. Dazu muss man mathematische Berechnungen machen. Und sein Modell hat für die Zeit damals sehr gut funktioniert und ist bis heute auch eigentlich die vorrangige Kartenprojektionsdarstellung, die wir auch in digitalen Karten nutzen. Und erst sehr, sehr spät, erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
kam eine Kritik auf an diesen Karten, an dieser Kartenform, an dieser Kartenprojektion. Und die Kritik besagte hauptsächlich, dass die Kartendarstellung zwar fürs Navigieren taugt, also winkeltreu ist, um das Fachwort dafür zu nennen. Man kann also einen Kurs anlegen und irgendwo kommt man auch raus, wenn man sich nicht vernavigiert hat. Aber im Gegenzug ist diese Karte grotesk falsch, was die Darstellung der Landmassen angeht. Das heißt, um das kurz zu erklären, dass sie jeweils im Norden und im Süden die Landmassen sehr, sehr stark überbetont und rund um den Äquator, den ich ungefähr hier so anzeigen kann, also hauptsächlich betreffend die südlichen Kontinente, die Landmasse sehr, sehr viel kleiner darstellt. Man kann es relativ gut sehen an Grönland hier oben. Das ist in dieser Karte ungefähr gleich groß dargestellt wie Afrika, ist aber in Realität nur ein Zwölftel so groß wie Afrika. Und die Kritik, die Ansätze war nicht nur dieser sozusagen, man ist, hat sich an diesen Anblick gewöhnt, man nimmt das als Wahrheit, als Objektivität da war, diese Karte, sie ist halt falsch, was die Flächentreue angeht. Und sie favorisiert im Prinzip diese falsche Sicht deswegen, weil sie von Europäern erschaffen worden ist und wir in Europa sozusagen etwas benachteiligt sind, weil unser Land, unsere Landfläche relativ klein ist, viele verschiedene Länder dort sind und diese groteske Vergrößerung des europäischen Raums wird sozusagen in Kauf genommen und damit auch sozusagen etwas falsche Darstellung von Realität. Diese Erkenntnis hat uns nicht dazu geführt, dass es neue Kartenprojektionen gibt, weil das Navigieren weiterhin das Wichtigste ist, hat aber sozusagen den Raum geöffnet, um zu verstehen, dass Karten niemals sozusagen nur neutral sind und wenn Fehler auftauchen, dass sie oft zum Beispiel aus einer ideologischen oder zumindest aus einer weltanschaulichen Perspektive her dann auch entsprechend vielleicht auch hingenommen werden oder toleriert werden. Ein ganz wichtiger anderer Punkt aus der Geschichte der Kartografie ist eine Konferenz, die 1884 stattgefunden hat in New York, die International Meridian Conference. Und diese Konferenz war wichtig, weil es zwar mittlerweile relativ erfolgreiche Werkzeuge für die Navigation durch die See gab, über die See gab, aber es ein sehr großes Durcheinander gab an Koordinatensystemen und vor allem auch in Zeitzonen. Jedes größere Machtsystem, jedes Reich hatte sein eigenes Koordinatensystem. Also selbst Dänemark, das ja mal eine Zeit lang auch Herrscherin über Altona, was heute ein Teil von Hamburg ist, war, hatte sein eigenes Koordinatensystem. Und es gab unglaublich viele verschiedene Zeitzonen. Also wenn man zum Beispiel mit dem Zug durch Nordamerika gefahren ist, hatte man mit bis zu 75 verschiedenen lokalen Zeiten zu tun. Und jedes Mal, wenn man einen Zug verlassen hat, musste man sich sozusagen neu orientieren und erfragen, was denn jetzt die örtliche Zeit ist. Und um sozusagen dieses Durcheinander, diese einzelnen Lösungen der verschiedenen Machtsysteme zu vereinheitlichen, gab es diese Konferenz. Also der Druck war sozusagen da, Handel, Transport und Verkehr zu synchronisieren. Und letztendlich hat sich damals das mächtigste Land, das mächtigste Imperium durchgesetzt, nämlich Großbritannien. Man kann das hier sehen und ihr werdet es alle wissen, dass mittlerweile der Nullpunkt seit diesem 1884er Konferenz durch diesen Vorort von London läuft, durch Greenwich, dass genauso auch die Zeit synchronisiert ist von der Greenwich Mean Time. Und was man im Prinzip feststellen kann, dass dadurch eine ganze Art von verschiedenen Temporalitäten, von Zeitlichkeiten aufgelöst wurde. Man hat sozusagen angefangen, Raum als etwas Homogenes, als etwas Einheitliches zu begreifen. Und man hat gleichzeitig Mittel entwickelt, um sich weltweit über Koordinaten verständigen zu können, was ein ganz wichtiger Umstand war für die weitere Entwicklung. Und um vielleicht ein Beispiel zu nennen, warum diese Entwicklung, vielleicht auch was für Auswirkungen diese Entwicklung hat oder diese Standardisierung, ist hier eine Konferenz erwähnenswert, die kurz nach dieser Meridian-Konferenz stattfand in Berlin. Die Kongo-Konferenz 1884 bis 85, die dauerte unglaublich lange, 4 Monate. Und dort saßen auch wieder Reiche zusammen, Interessenssphären, hauptsächlich europäische Kolonialmächte wie Deutschland, wie Frankreich, wie England, wie Spanien, aber auch Belgien und haben sich versucht darüber zu verständigen, wie sie mit Afrika, man kann es hier an der Karte sehen, kann mit Afrika weiter umgehen. Es ging ihnen vor allem darum, dass es Teile von Afrika gab, die aus westlicher Sicht, aus europäischer Sicht noch nicht kolonisiert waren, die noch nicht bekannt waren, die noch nicht erforscht waren. Und sie wollten im Prinzip dieses Gebiet unter sich aufteilen in dieser Konferenz. Und dies ging natürlich nur als sozusagen Begriff von Territorium über eine große Distanz hinweg, ging natürlich nur mit entsprechenden Karten und einheitlichen Standards, um eben sich darüber verständigen zu können, welche Interessenssphären von wem wie beherrscht werden, wo die Grenzen sind, die dann vielleicht zweifelsfall vom Militär oder von der Grenzpolizei verteidigt werden. Also insofern gibt es hier so eine
zeitliche, interessante Nähe zu dieser Meridian-Konferenz. Und gleichzeitig zeigt dieses Beispiel, dass Karten immer auch die Funktion haben, Territorien zu definieren, zu verteidigen, das vielleicht auch über den Willen und über den Zweck der einzelnen Menschen, die in diesen Territorien leben, was ja gerade beim Kolonialismus zu ganz großen Verbrechen an der Menschlichkeit geführt hat. Und das ist sozusagen auch eine Machtfunktion, die dann sozusagen für Karten, durch Karten genutzt werden kann. Ein anderes Beispiel, das sich chronologisch nicht ganz so zeitlich einordnen lässt, aber die so eine raumfördernde Funktion auch sozusagen zeigt, das ist die Luftbildfotografie. Also es entstand die Luftfahrt, militärisch wie zivil. Es entstand die Fotografie und aus beiden zusammen ist dann relativ schnell die Technologie der Luftbildfotografie entwickelt worden, weil sie eine riesengroße Vereinfachung der Kartografie ermöglicht hat. Man konnte recht schnell über ein Gelände fliegen und es fotografisch erfassen. Das war natürlich viel, viel einfacher, als einzelne LandvermesserInnen durch das Land zu schicken, die on-ground relativ mühselig Daten sammeln mussten. Hier konnte man großflächig vorgehen, hier konnte man rational vorgehen und konnte dann zu Hause am Kartentisch dann entsprechende Informationen auftragen. Und Karten wurden sehr, sehr viel präziser, weil mehr Informationen erfasst werden konnten. Diese Karten, das Beispiel, das ich gerade gezeigt habe, nochmal eins zurück, ist im Ersten Weltkrieg entstanden, 2016. Im Ersten Weltkrieg war im Prinzip die Luftbildfotografie sehr weit verbreitet. Und nach Ende des Ersten Weltkrieges hat aber diese Technologie, dieses Wissen, wie man Bilder auswertet, wie man sie in Karten überführt, sich in die Zivilgesellschaft übertragen, in viele verschiedene Bereiche, in die politische Bereiche, in kulturelle, künstlerische Bereiche. Und ein Beispiel zu nennen ist hier Le Corbusier, einer der wichtigsten Architekten des 20. Jahrhunderts, der es sehr begrüßt hat, diesen Blick, den die Luftbildfotografie auf die Erde gibt, was ja so eine Art gottähnlicher Blickwinkel ist, also nicht nur das eines Vogels, sondern sozusagen eines Schöpfers. Und genau diese Geste hat er sozusagen angenommen in seiner weiteren Arbeit. Er hat sich als Stadtplaner betätigt und man kann hier an diesem Screenshot von einem Dokumentarfilm ganz gut sehen, wie er sozusagen relativ großflächig sich urbane Strukturen angeschaut hat, da auch genauso mit so einer leichten Hand von oben die Strukturen geformt hat, sich Konzepte überlegt hat, wie Stadtplanung zum Beispiel auch nach ästhetischen Gesichtspunkten. Und diese ästhetischen Gesichtspunkte konnten sich in der Struktur erst durch die Luftbildfotografie vorstellbar gemacht werden, wie diese Sachen funktionieren können. Und insofern ist natürlich Le Corbusier zu Recht auch danach kritisiert worden über diese distanzierte Sichtweise auf die Welt, die sich nicht mehr so mit Details beschäftigt, mit den Individuen, die sie beleben, also mit diesem ganzen Noise, der sich ergibt, sondern sich eigentlich eher sozusagen an den großen Strukturen orientiert hat. Was aber auch wichtig ist, dass die Luftbildfotografie andere Bereiche tangiert hat, zum Beispiel zum, kann man sagen, Guten ist ein Beispiel zu nennen, das Jean Hafner aufgezählt hat über einen französischen Stadtsoziologen, der sich Paul-Henri Chombar nannte. Und der hat zum Beispiel die Luftbildfotografie genutzt, um soziale Missstände in der Stadtentwicklung aufzuzeigen. Also er hat zum Beispiel zeigen können, dass typische Strukturen von armen Stadtvierteln erkennbar werden, dass man zum Beispiel sehen kann, dass die Lebensbedingungen dort sehr schlecht sind, sehr, sehr enge Bebauung, wenig Infrastruktur und im Vergleich dazu reiche Stadtviertel kontrastierend hinstellen konnte. Und seine Wahrnehmung, seine Forschung wurde deswegen vor allem halt auch diskutiert, breit diskutiert, weil sie diesen wissenschaftlichen, objektiven Charakter von Karten und von Luftbildfotografie hatte und entsprechend dort auch ein Umdenken oder zumindest eine gewisse Sensibilität erzeugt für soziale Komponenten im Stadtplan und im Stadtbau. Man muss dazu sagen, dass die Luftbildfotografie auch von anderen WissenschaftlerInnen sehr, sehr stark kritisiert wurde. Also Beispiel Henri Lefebvre, der das Recht auf Stadt geprägt hat als Begriff, hat die Luftbildfotografie komplett abgelehnt, hat gesagt, dass es für ihn ein Überwachungsraum ist, also ein staatlicher Überwachungskontrollraum, den er sozusagen für alle Belange sozialer, politischer Art halt ablehnt, weil für ihn die Perspektive auf dem Boden, der Perspektive der Individuen, die in diesen Städten und diesen Strukturen leben, viel, viel wichtiger ist als dieser Obendraufblick. Und auch andere wie Foucault und so weiter haben sich darauf bezogen. Also es gab eine Debatte, es gab einen Diskurs, die durch diese neuen Technologien möglich wurden.
Und was man nicht vergessen darf oder immer wieder sich sozusagen vor Augen führen muss, dass sie zwar jetzt noch realistischer aussahen, also die Karten waren detaillierter, detailgetreuer, schärfer, die Fotos ohnehin, dass sich aber das trotzdem bei diesen Karten es immer noch um Repräsentationen, um Abbildungen handelt, die sozusagen komplexer geworden sind in der Herstellung, also technisch aufwendiger, dadurch vielleicht natürlicher wirkend, aber letztendlich immer noch Repräsentationen waren. Und dieser Punkt fängt sich dann im Weiteren an zu ändern. Nur als ein Beispiel, das ihr alle kennt, durch die Einführung des Global Positioning Systems in den 80er Jahren, dann ich glaube 1990 dann auch für die private Nutzung langsam freigegeben. Heutzutage gibt es KLOS-NAS als russisches System, EU arbeitet an einem eigenen System. Aber diese Form von globaler Positionsbestimmung brachte einen entscheidenden Faktor in die Kartografie ein, nämlich die automatische, relativ präzise Darstellung der eigenen Position auf der Karte. Und damit wurde das möglich, was wir heutzutage alle kennen. Vorhin in der Einführung wurde es auch schon erwähnt, Navigationssysteme, die uns durch die Stadt leiten, die uns unsere Positionen mitteilen. Und es passieren zwei andere Sachen durch dieses globale Positionssystem, durch GPS und durch solche Formen von Navigationssystemen. Einmal verändert sich die Karte. Die Karte ist eigentlich früher immer ein Übersichtsplan gewesen, also relativ groß. Man hat immer sozusagen, wenn man es auch nur für die Navigation von A nach B genutzt hat, immer den Kontext im Blick gehabt. Man konnte sie immer lesen. Man konnte auch sozusagen Informationen sammeln auf dem Weg, den man gehen will. Das verändert sich jetzt. Der Fokus wird sehr viel schmaler, sehr viel kleiner. Wir kriegen jetzt eigentlich nur noch einen Navigationsbildschirm zu sehen, nicht mehr den Kontext. Wir lesen vielleicht nicht mehr, wir schauen eher die Karte. Wir kriegen gefragt oder ungefragt jede Menge Zusatzinformationen angeboten, die aber von jemandem moderiert werden, von jemandem zusammengestellt werden, wo ich selber gar keinen Einfluss mehr drauf habe. Was wird mir dort gezeigt? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Veränderung, die durch diese Navigationsform sich verändert. Natürlich verändert sich hier auch die Perspektive. Es gibt nicht mehr diese göttliche Perspektive von oben, von normalen Karten, sondern halt diese, Ego-Shooter fast schon Perspektive, dieser auf dem Terrain sich befinden, sich durch das Terrain durchbewegen lassen. Und ein wichtiger Punkt, der jetzt hier vielleicht in diesem Zitat etwas abstrakt formuliert ist, der auch entsteht. Vorher war es so, Karten wurden immer vorher erstellt. Ich habe sozusagen den Moment des Kartenbenutzens war immer separat zu dem Moment des Kartenzeichnens. Durch diese GPS-Geräte, die wir mit uns rumtragen, durch diese Mobiltelefone, durch die Autonavigationssysteme, die ja permanent aufzeichnen, mal gewollt, mal ungewollt, mal durch Überwachungsbehörden, mal durch Software, die mehr oder weniger Komfortversprechen mit sich bringen. Aber ich werde permanent das, was ich mache, mein Weg wird aufgezeichnet. Das heißt, das Kartieren und die Kartenbenutzung fallen zusammen. Es sind zwei Sachen, die nicht mehr getrennt sind, nicht mehr unterscheidbar sind. Karten werden fortlaufend neu modifiziert durch meine Bewegung und es werden natürlich neue Informationsebenen hinzugefügt, dadurch, dass ich mich durch den Raum bewege. Das vielleicht erstmal nur so als Umstand, der halt interessant ist, wo es verschiedene Überlegungen gibt, was das sozusagen in unserer Raumnutzung an Veränderungen mit sich bringt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dieses Wissen darüber, dass sich eine Person durch den Raum bewegt, so, mit dem Nutzen der Karte, der Kartierung zusammenfällt. Und das bringt mich an den Punkt, jetzt ein bisschen in die Zukunft zu schauen oder zu schauen, was es jetzt gerade für technologische Entwicklungen gibt, die interessant sind, die Kartierung vielleicht noch weiter verändern werden, die sie vielleicht auch sozusagen mit einer Kraft ausstatten werden, wie wir sie von der Luftbildfotografie gerade gesehen haben, also dass sie sozusagen in Politik, in soziale Räume, in kulturelle Räume reinwirken wird. Und das sind vielleicht drei Aspekte, die ich nur kurz zeigen will. Der eine Aspekt ist, dass die Satellitenfotografie als Nachfolgerin der Luftbildfotografie jetzt sozusagen so eine Art Dimensionssprung macht, so wird es zumindest von Beobachterinnen und Beobachtern gesagt, weil sie ich glaube jetzt, Satellitenfotografie im kommerziellen, öffentlichen Bereich gibt es seit 1990, 95 ungefähr. Ich würde wahrscheinlich jemand im Publikum besser wissen als ich. Aber im Moment werden ungefähr 100, 120 Satelliten produziert, sind gerade schon auch deployed worden oder werden in den nächsten Jahren ins Weltall geschossen. Die sind relativ klein, die sind so kühlschrankgroß oder Umzugskartons groß, von kleinen Firmen produziert,
die keinen anderen Zweck haben, als die Qualität der Bilder, die geschossen werden, drastisch zu erhöhen. Man kann es hier ein bisschen an diesem Satellitenbild von 2012 sehen, was schon eine relativ gute Auflösung hat, auch nicht mehr diese Top-Down-Perspektive, sondern so eine leichte isometrische Ansicht. Und das Zweite, was diese Satelliten mit sich bringen werden, ist durch die Menge an Satelliten, die jetzt deployed werden, dass sie das Intervall der Fotos, die sie machen, drastisch erhöhen können. Also im Moment ist es üblich, dass ein beliebiger Ort von einem Satellitenanbieter, von einem Satellitenfotoanbieter, dass ein beliebiger Ort auf der Welt alle paar Tage besucht werden kann. Künftig wird es so sein, dass ein einzelner bestimmter Ort auf der Weltkugel am Tag 6, 7, 8 Mal besucht werden kann. Das heißt, es gibt sozusagen eine relativ zeitnahe, sehr präzise Abbildung dessen, was dort passiert. Das ist für die eben schon erwähnte Aspekt der Überwachung, der automatisierten Überwachung ein interessanter Punkt. Und natürlich auch für jede Form von kommerzieller Kartennutzung. Der zweite Punkt, der interessant ist, wo es relativ wenig Informationen im Moment gibt, ist natürlich, wie in anderen Bereichen der Digitalisierung, dass immer mehr daran gearbeitet wird, wie man Algorithmen bauen kann, die Tätigkeiten übernehmen, die sonst Menschen machen. In diesem Fall geht es darum, Maschinen oder Algorithmen, selbstlernende Mechanismen zu entwickeln, die kartieren können. Das heißt zum Beispiel, dass Facebook, da kommt dieses tolle, glänzende Foto her, Februar 2016 dieses Jahr angekündigt hat, dass sie einen solchen Mechanismus jetzt aktiv nutzen. Und zwar geht es darum bei Facebook, dass sie die Bevölkerungsdichte weltweit messen wollen durch die Auswertung von Satellitenfotos. Ich glaube, soweit ich das verstehe von der Technik, die dort angewandt wird, jetzt nicht besonders sophisticated, weil diese Technik einfach nur Gebäude findet und dann hochrechnet, wie viele Leute da drin leben könnten. Aber es ist eine Tendenz, die aufgezeigt wird durch solche Ankündigungen, durch solche Verkaufsankündigungen, dass immer mehr Algorithmen anfangen werden, Karten zu zeichnen. Und das ist schon sicherlich eine Neuerung, die jetzt entsteht, die mit der Satellitenfotografie auf der einen Seite und mit dem, was ich jetzt hier kurz zeigen möchte, nämlich diesen realzeitlichen Datenflüssen, die immer mehr auch anfallen, die immer mehr durch Sensoren erzeugt werden, dass diese drei Komponenten zusammen halt neue Formen von Kartografie erzeugen werden. Mit Realzeit meine ich in erster Linie Daten aus dem Verkehrsraum, also aus der Fortbewegung. Da gibt es verschiedene Arten von Stakeholdern, von Industrierichtungen, die ein starkes Interesse haben, hier aktiv zu sein, hier Daten zu sammeln, zu erheben, auszuwerten. Das ist natürlich die Autoindustrie, Stichwort driverless cars, also führerlose Autos. Das sind auch andere Interessen. Das ist zum Beispiel die Plattformökonomie über Lyft, um noch ein paar Beispiele zu nennen. Es sind auch staatliche Stellen, die ein Interesse dran haben. Und von allen kommt im Prinzip sozusagen verschiedene Ebenen, Versuche oder Unternehmungen, um Daten zu sammeln. Man sieht das jetzt hier so in so einem Auto, das mit LIDAR und anderen Sensoren ausgestattet ist und zeigt, wie es den Stadtraum um sich herum wahrnimmt. Das kann aber auch ganz konkret jetzt hier zum Beispiel ein Hamburger Projekt sein unter dem Label Smart City. Das ist hier ein Screenshot von so einem Kontrollüberwachungsmonitor im Hamburger Hafen. Hier geht es um Verkehrssteuerung von LKWs, die sozusagen in Echtzeit kontrolliert überwacht werden können. Hier geht es um Verkehrsoptimierung, hier geht es um Verkehrssteuerung. Und das ist vielleicht auch ein Problem, der jetzt durch diese Realdatenflüsse, die entstehen, die angehäuft werden durch die verschiedensten Arten von Sensoren, dass hier versucht wird, eigentlich etwas, was besteht, was wir heutzutage als Alltag wahrnehmen, nämlich diese straßen-autozentrierte Nutzung des Stadtraums, sozusagen hier weiter manifestiert wird. Hier wird weniger sich darum gesorgt, wie man vielleicht Verkehr minimieren kann, wie man andere Verkehrswege entwickeln kann, sondern hier wird eigentlich eher versucht, durch einen massiven Einsatz von digitalen Technologien, von Kartierung, bestehende Systeme sozusagen am Leben zu halten oder nach vorne zu bringen. Und ich denke, das ist sicherlich ein Umstand, der hier eine Rolle spielt. Ein zweiter wichtiger Punkt, wenn man sich diese drei Sachen anschaut, also Satellitenfotografie, Maschinen, die anfangen zu kartieren und diese Big Data Einflüsse der Sensoren im Stadtraum, dass es verschiedene Arten von Karten geben wird. Also im Moment ist es ja noch so, dass sich immer mehr ablösend oder auflösend im Moment ja noch eigentlich sozusagen die kartierende Instanz jahrelang, jahrzehntelang war ja der Staat, die Katasterämter.
andere staatliche Einrichtungen. Das wird jetzt immer mehr und mit hohem Tempo abgelöst durch private Einrichtungen, durch Konzerne wie Alphabet, durch kleinere Unternehmen wie Uber oder Lyft. Diese haben Zugriff auf hochpräzise, ganz detaillierte, ganz genaue Kartendaten und Bewegungsdaten in diesen Karten abgebildet. Und es entstehen zum Beispiel dann solche Effekte, dass es Karten gibt, die kriegen wir zu Gesicht als vielleicht über NutzerInnen oder als FahrerInnen, aber halt nicht das, was zum Beispiel übersieht. Das heißt, es wird sozusagen eine mehrklassige Form von Kartografie geben. Das ist zum Beispiel hier ein Screenshot der Kartenansicht, die nur übersieht, also die sozusagen so ein Kommando- und Kontrollblick auf hier in diesem Fall San Francisco hat. Hier sind Informationen eingetragen, die man halt als normaler Mensch nicht zur Verfügung hat. Und das ist sicherlich ein Problem, ein Umstand, ein Effekt, der sich im nächsten Jahr noch deutlich verschärfen wird, dass es hier ganz unterschiedliche Gewichtungen oder Filterungen gibt von dem, was wir in der Stadt wahrnehmen. Der zweite Aspekt, und ich muss jetzt lange ein bisschen auf die sozusagen ein bisschen verkürzen, weil ich meine Zeit gleich zu Ende ist. Der zweite wichtige Effekt, der eintritt, das könnte man hier an diesem Beispiel sehen, dieses popkulturellen Hypes rund um Pokémon Go, dass diese drei Faktoren, Satellitenfotografie, Algorithmen, die Maschinen, die Karten bauen und als drittes diese Big Data Flows zusammen dafür sorgen, dass halt auch zum Beispiel Menschen eine neue Geografie von Stadt kriegen, neu durch die Stadt geleitet werden. Das ist hier ein Beispiel von so einem Pokémon Go Meeting in San Francisco, Fisherman's Wharf, wo sozusagen ganz neue Wege, ganz neue Bewegungsmuster im Stadtraum entstehen, die sozusagen halt durch diese Melange aus diesen drei Faktoren erzeugt werden. Das war jetzt so ein bisschen eine Übersicht über diese verschiedenen Tendenzen, die es gibt. Wir können gerne vielleicht beim Q&A oder danach später drüber sprechen, was sozusagen sich daraus noch ablesen lässt. Ich wollte jetzt nur so beispielhaft zwei, drei Ideen in den Raum stellen. Was mir genauso wichtig ist zu zeigen, ich hatte am Anfang auch gesagt, dass es wichtig ist, neben diesen funktionalen Karten, die sozusagen für Gewinnorientierung ausgerichtet sind oder zur Navigation angeboten werden, es genauso wichtig ist, Karten zu erstellen, die andere Sichtweisen von Welt, andere Sichtweisen von Raum und von Stadt darstellen können. Und da finde ich es ganz wichtig, dass diese Karten auch sozusagen einfach den Diskussionsraum dadurch eröffnen, was möglich ist, da vielleicht auch den Blick schärfen auf das, was sozusagen die Subjekte, also wir im Raum sind und es nicht nur so sehr um Strukturen und Datenflüsse geht. Und ein Beispiel zu nennen, das schon etwas älter ist, was ich sehr toll finde, ist vom Institute for Applied Autonomy aus dem Jahre 2001 eine Flash-Anwendung, die ein sehr schönes kleines taktisches Tool darstellt. Man sieht hier New York, man sieht diese roten Vierecke, das sind alles Videoüberwachungskameras. Und dieses Tool bietet einem an, die eigene Position einzugeben und das Ziel anzugeben und zeigt einem dann den Weg durch den Stadtraum mit der geringsten Videoüberwachung. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel für so ein taktisches Tool, also das aber natürlich auch eine Botschaft hat. Also das Institute for Applied Autonomy haben ähnliche, andere solche Projekte gemacht und immer gesagt, das ist ein Tool, das wir anbieten. Aber es ist natürlich auch dazu da, eine Kritik zu formulieren an zum Beispiel der Überwachungsgesellschaft, Fragen zu stellen und vielleicht sowas wie soziale Gerechtigkeit oder Zugänglichkeit von Räumen auch zu thematisieren. Zwei andere Beispiele, die mehr in Richtung Geschichten erzählen gehen, die aber auch wichtig sind oder fast gleichberechtigt wichtig sind. Es ist zum Beispiel einmal auch wieder ein Projekt aus den Vereinigten Staaten, das Anti-Eviction-Mapping-Projekt aus San Francisco. In San Francisco ist das Problem, dass es seit über 20, 30 Jahren einen sehr hohen Gentrifizierungsdruck gibt, also dass eingestammte Bevölkerungsschichten verdrängt werden, durch neue ersetzt werden. Und das Anti-Eviction-Mapping-Projekt macht sich das zur Aufgabe, diese Verdrängungsprozesse zu dokumentieren, speziell Vertreibung, also durch Wohnungskündigungen, durch Rauswurf. Und was sie aber machen, ist nicht nur schöne Zahlen in bunten, lauten, eigentlich auch wütenden Karten zu produzieren, sondern immer Informationen dazu zu bringen von den Leuten, den Betroffenen selber. Das heißt, eigentlich ist die Karte eher ein Zugangsprojekt, um eben diese Geschichten der einzelnen Menschen, die Opfer dieser Vertreibung sind, aufzuzeigen. Und zwar nicht als Archiv, nicht als Museum, sondern als lebendiges Konstrukt, um eben zu sehen, dass hier was Ungerechtes passiert und dass man dagegen aktiv werden muss, weil immer Menschen dahinter stecken, die sozusagen Opfer dieser Entwicklung sind. Und hier ein Beispiel, wie dann vom Anti-Eviction-Mapping-Projekt dann als so eine Art Mural im Stadtraum die Karte zurückübertragen wird und dadurch sozusagen auch den Stadtraum mit beeinflusst.
Und als letztes kleines Projekt, ein Projekt aus München. Ich hatte ja vorhin schon am Beispiel der Kongo-Konferenz das Thema Kolonialismus angesprochen. Deutschland war verstrickt im Kolonialismus, war sehr aktiv auch in diesem Bereich. Deswegen gibt es in allen größeren deutschen Städten auch Spuren des Kolonialismus. Und es gibt in allen Städten oder in vielen Städten auch Projekte, die diese Spuren aufzeichnen, dokumentieren. Eben auch nicht aus historischen Gründen, sondern weil sie sagen, wir wollen so eine Kontinuität von Kolonialismus verarbeiten und thematisieren. Und das Schöne, was sie an diesem Projekt gemacht haben, ist, dass sie zwar eine reale Karte genommen haben mit realen Koordinaten, aber das, was wir sonst so kennen, weggelassen haben, also Straßen, Bezugssysteme und sich darauf bezogen haben, einfach das, was sie inhaltlich thematisieren wollen, das halt in einen räumlichen, relationalen Kontext zu stellen und dadurch halt ihre Informationen und ihre Form der Narration, der Erzählung halt zusammenzubringen. Und ich finde das auch ein ganz wichtiges Projekt, das so einmal die Sehgewohnheit von klassischen Karten ein bisschen aufbricht, aber eben den Fokus setzt halt auf eine Geschichte, auf eine antagonistische Form der Weltsicht. Und ganz zum Schluss, ich habe es noch 30 Sekunden, will ich zeigen, es ist natürlich ganz wichtig, dass digitale Kartografie einen riesen Vorteil heutzutage hat. Sie ist leicht zu benutzen. Die Technologien sind relativ leicht nutzbar. Und um nur ein paar Zutaten aufzuzählen, es gibt OpenStreetMap mit Open Data Ressourcen, aus denen man Karten bauen kann. Es gibt freie Software, die einem dabei helfen, also JavaScript-Bibliotheken, Desktop-GIS-Systeme. Es ist ganz sinnvoll, sich eigene Karten auszudenken, wegzukommen, vielleicht von der klassischen Autofahrerkarte, selber sich die Base-Layer zu zeichnen und eben, was ich gerade an diesen drei Beispielen gezeigt habe, Subjektivität, Zeitlichkeit auch mit ins Spiel zu bringen, um eben sozusagen den Kontext von Karten auch in der Aussage und der sozialen Relevanz halt zu erweitern. Ganz wichtig, wenn es keine offenen Geodaten gibt, bitte erstellen und sie dann auch mit anderen teilen. OpenStreetMap, um hier noch ein bisschen mehr Werbung dafür zu machen, ist eine perfekte Grundlage, um diese Karten immer weiter auszubauen. Und all das unter dem Ziel, möglichst Erzählungen sich auszudenken, damit die Zukunft vielleicht auch durch diese Karten mit beeinflusst werden kann und wir nicht nur von den Karten beeinflusst werden, die uns von A nach B navigieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulf, das war super. Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Bisschen Zeit haben wir noch, ein, zwei Fragen können wir noch reinnehmen, wenn da jetzt noch jemand eine hat. Da drüben steht schon jemand, sprich einfach ins Mikro. Ja, hallo, danke für den coolen Vortrag. Ein paar Anmerkungen hätte ich noch, weil du gesagt hast, Karten gleichzeitig... Gehst du ein bisschen näher ran? Karten gleichzeitig kartieren, ja. und nutzen... Ich glaube, dass das nur zutrifft auf große Nutzungen, weil zum Beispiel die Reiseführer, die Alten aus dem 17. Jahrhundert, wurden auch gleichzeitig genutzt und es wurde auch gleich mitkartiert, indem mitgeschrieben wurde. Ich habe dich leider immer nicht ganz verstanden. Tut mir leid, das war auch gar keine Frage, sondern ein Comment. Okay, haben wir noch eine Frage, gut. Bitte? Oder ist das alles? Ich kriege jetzt das Zeichen, dass wir Schluss machen müssen. Tut mir leid, aber ihr könnt jetzt auch gern noch den Ulf noch ein paar Fragen stellen. Er löst sich jetzt nicht so einfach in Luft. Also sonst bin ich auch noch ein bisschen im Vorraum. Genau, im Vorraum könnt ihr damit nicht sprechen. Vielen Dank.